So, da wären wir wieder bei dem Speicherstand von 40 Folgen. Wir müssen einiges jetzt richtig machen. Zum einen müssen wir die ganze Geschichte auf dem Mars anders anstellen, so wie ich es eben gerade erklärt habe in der letzten Folge am Ende. Wir müssen aber auch Annie treffen. Die Musik ist gerade komisch. Wir müssen aber auch Annie treffen und Annie den Whisky schon mal geben. Und irgendwas, um den Bus ranzurufen. Das darf ich auch nicht vergessen. Okay, aber jetzt zu Leslie. Hallo Leslie, zieh an Helm. Ich habe den Helm angezogen. Okay, Melissa, zieh an Helm. So, dann öffnest du jetzt die Tür. Gehst raus, stellst dich irgendwo hin. Wechsle zu Leslie. Gehst auch raus. Dein Kopf platzt nicht, weil du einen Helm aufhast. Sehr gut. Geht nicht, geh zu Raumbus, geh dahin. So, dann wechseln wir wieder zu Melissa und jetzt fängt an, Melissa Sachen zu geben. Gib, Münze kannst du behalten. Gib Dartkassette zu Leslie. Welche Cashcard gehört wem? Ist eigentlich egal, aber... Hm? Leslie Bennett. 342, das ist nicht viel. Lease Cashcard. 1038. Okay, du kaufst erstmal Münzen. Gibst die Münzen dann Leslie. Leslie kriegt ihre Cashcard. Und dann passt das. Also, das war die linke, richtig? Die mit dem vielen, ja. Benutze Cashcard mit Schlitz. Jo, eine Münze. Okay. Benutze Cashcard mit Schlitz. Jo, eine Münze. Benutze Cashcard mit Schlitz. Das klappt so nicht, was? Benutze Cashcard mit Schlitz. Aha, eine Münze. Oh Gott, benutze Cashcard mit Schlitz. Das ist komisch, dass es manchmal nicht geht, aber wahrscheinlich mache ich einen Doppelklick auf die falsche Stelle. Ah, okay. So, eine Münze, das reicht erstmal. Jetzt müsste hier nur noch 600 drauf sein. 638, ja, okay. Melissa China. Du läufst hier hin. Oh, wir haben im Inventar Münzen. Lies Münzen. Ich habe 5 davon. Nicht zum Raumbus gehen. Gib Münzen an Leslie. Hier ist eine Münze. Nee, nicht ernsthaft, oder? Gib Münzen an Leslie. Hier ist eine Münze. Gib Münzen an Leslie. Hier ist eine Münze. Ich würde mir da sehr verarscht vorkommen. Aber gut. Gib billige Cashcard zu Leslie. Ja, du bist arm. Gib Sicherung zu Leslie. Gib Recorder zu Leslie. Nein, das ist meins. Okay. Die Mädels sind alle ganz schön zickig. Also Annie fasst nichts an, was nicht ihr gehört. Will nicht ins Sexbett schlafen, will nicht in komische Löcher reinspringen. Ist vollkommen problematisch. Melissa fasst keine Aliens an und will ihren Recorder nicht loswerden. Ich glaube, Leslie ist bisher das einzig weibliche Wesen in diesem Spiel, das einigermaßen okay ist. Aber das müssen wir noch genau unter die Lupe nehmen. Also das behält sie, das behält sie, das behält sie, das behält sie. So, wechsle zu Leslie, unsere letzte Hoffnung. Du gehst jetzt da rein. Team Rosa übrigens wieder. Benutze Knopf. So. Scheint kaputt zu sein. Achso, ja, müssen alles noch reparieren. Benutze Münzen mit Metallplatte. Nimm Sicherung. Zu viel zu Staub. Benutze unsere... Oh, oh. Benutze die Sicherung von unserem Raumschiff, mit dem wir hier wieder wegkommen. Mit dem Sicherungskasten. Das Ding darf jetzt nicht kaputt gehen. Sonst haben wir ein dezentes Problem, die Mädels nach Hause zu bekommen. Du benutze Sicherungs... benutze Knopf. Ja,
benutze anderen Knopf. Gehe zur Herbergstür. Okay. Nimm Plastikstreifen. Öffne Schrank. Ich weiß noch nicht, ob der Plastikstreifen wirklich für irgendwas sinnvoll ist oder ob es wirklich eine Indiana Jones Anspielung ist, aber ich nehme trotzdem einfach alles mit. Öffne Schrank. Das, wie gesagt, Maniac Mansion. Den brauche ich nicht. Nein! Unsere letzte Hoffnung. Das ist für ein anderes Spiel. Ja, ich weiß. Aber ich sammle gerne Sachen ein. Oh Mann. Also, Zack ist unsere wirklich einzige Hoffnung. Der macht alles, was man ihm sagt. Egal wie durch das ist, er macht es einfach. Zieh Bettdecke. Ich weiß nicht, was unter der Decke ist, aber ich glaube, ich riskiere einen Blick. Okay. Zieh Bettdecke. Zieh Bettdecke. Warum sagt sich, riskiere einen Blick und mach da nichts? Und warum steht der Text die ganze Zeit da oben? Ah, nur ein Besen. Okay, nimm. Es hat Augen. Jetzt tickst du auch aus. Okay. Es ist ein totes Alienwesen. Ja, das wissen wir. Weil wir eine Vision hatten, wie deine Freundin das schon mal gemacht hat und dann rumgezickt hat. Also. Komm. Komm. Also, geh zu. Da. Nimm Besen, Besen. Tu ich halt so, als sei es ein Besen. Sehr gut, Leslie. Braves Mädchen. Okay. Genau, Leiter. Nimm Leiter. Mit der Leiter können wir bestimmt die Knöpfe drücken. Ich weiß nur nicht, in welchem Rhythmus. Also, Aber das wird Zack bestimmt irgendwo rausfinden, so wie ich das Spiel bisher kenne. Benutze Knopf. Ja. Okay, das war laut. Es dürfte nicht kaputt gegangen sein, oder? Die Sicherung ist noch da, wir können nach Hause fliegen. Es war nur kurz hier drin in dem... Warte mal, ich will mal gucken, ob da irgendwas kaputt gegangen ist durch den Sauerstoff mal. Also eigentlich, ne, war ja in dem Raum hier Sauerstoff. Und der gesamte Sauerstoff wurde jetzt rausgezogen zum Mars. Heißt, es müsste da drin total chaotisch aussehen. Aber es ist halt nur ein 80er-Jahre-Spiel, deswegen erwarte ich mir nicht zu viel. Aber vielleicht ist irgendwas kaputt gegangen, was wir jetzt aufnehmen können. Nö. Was ist? Bett. Schrank. Nee. Benzinkanister, Lampe, Knopf, nö. Okay, also ist nichts kaputt gegangen. Nichts Neues, was wir benutzen können. Es war nur ein Panikmoment und sehr, sehr laut. So, benutze Knopf. Sehr schön, dass diese Jugendherberge hier auf dem All, auf dem Mars so eine Todesfalle ist, dass man einfach beide Knöpfe drücken kann. Na gut. Benutze Besenwesen mit Sand. Nach einer Weile emsigen Fegens. Okay. Wollen wir Melissa jetzt mitnehmen mit der Bahn? Ich weiß es nicht. Also recht, ich wechsle zu Melissa. Sie hat den Rekorder. Wir könnten das so machen. Wir wechseln gleich zu... Sind wir an Leslie vorbeigelaufen? Ja, sind wir. Also, wir geben jetzt die Leiter... Geb Leiter zu Melissa. Das heißt, Melissa hat ihren doofen Rekorder, den sie behalten will. Das heißt, wahrscheinlich sollte sie auch die DAT-Kassette bekommen. Gib das Kassette zu Melissa.
Also sie hat jetzt alles, was mit Musik zu tun hat, und sie hat die Leiter. Das heißt, Melissa bleibt jetzt hier. Melissa hat Geld, Melissa hat Münzen. Sie könnte also jederzeit hinterherkommen, falls irgendwas ist, falls wir ihren Gegenstand brauchen. Sie bleibt aber jetzt hier, geht rechts zur Pyramide, stellt sich bei den Leitern hin und wartet so lange, bis wir rausgefunden haben, welche Kombination wir da brauchen. Eventuell könnten wir auch ein bisschen rumprobieren. Ich meine, es sind nur 3 Tasten, es sind begrenzt viele Kombinationen. Naja, außer die Kombination ist 10-stellig, dann wird es halt wenig unangenehm. So, das heißt, sie hat Helm, Münzen, Cashcard, Klebeband, Taschenlampe, Besenwesen. Das ist nicht so viel. Aber gucken wir mal. Benutze Münzen mit Bahn. Jetzt bitte benutze auch nur eine. Du hast bei allen anderen Sachen auch immer nur eine genommen. Jo, okay. Lies Münzen. Ich habe 2 davon. Sehr schön. Während das jetzt rumtickert da, läuft sie schon mal zu der Knopfgeschichte. Wollen wir die Zeit möglichst effektiv nutzen und so. Auch wenn wir keine Sauerstoffanzeige haben und ich glaube, wir können durchgehend draußen bleiben mit den Helmen, aber naja. So. Auch sehr schön, dass das Spiel trotzdem jetzt diese Animation macht. Also, dass die Zeit weitergerechnet wird, obwohl wir den Kartenrand verlassen haben und im ganz neuen Gebiet sind. Das ist schon ziemlich Hightech, würde ich sagen, für 80er Jahre. Programmierung und so. Aber na gut. Wechsel zu Leslie. Der etwas unkomplizierteren weiblichen Person auf dem Mars. Dahin. Benutze. Jetzt kommt was Lustiges, daran erinnere ich mich. Okay, benutze Besenwesen mit. Nicht mit Tür. Benutze Sandhaufen mit Besenwesen. Nach einigen Minuten emsigen Wegens. Ja, Chi. Es lebt. Hachi. Ich mache nur ein kleines Nickerchen. Und was passiert? Ein unhöfliches Alien und ein ziemlich hässliches dazu fegt mit mir den Sand. Ich bitte um Verzeihung. Manche Wesen haben Nerven. Ich suche mir einen anderen Planeten, um es ruhiger anzugehen. Nee, auf dem es ruhiger zugeht. So, was haben wir? Das sieht aus, als wenn die Haarnadel da reinpassen würde. Benutzte Taschenlampe? Geht nicht. Klebeband? Das klappt so nicht. Münzen? Nein. Okay, also brauchen wir hier einen Schlüssel. Das heißt, sie kann nichts machen. Melissa. Hat irgendein Gegenstand, den Melissa hat, Sinn, mit dem Schlüsselloch da zu kombinieren? Ich denke nicht, dass eine Kassette, ein Rekorder oder eine Leiter da irgendwie reinpasst. Deswegen stellen wir die Leiter mal hier auf. Mit Tür. So. 1. 2. 3. Das ist eine Tonleiter, oder? Ja, ich glaube schon. Döp. Also tief. Höher. Hoch. Aber sie hat nicht irgendwie einen Kommentar abgegeben. Also meinetwegen, das Ding hätte jetzt 5 Stellen, die Kombination, die wir eingeben müssen. Dann hätte ich irgendwie erwartet, dass nach 5 Klicken sie gesagt hätte, das klappt so nicht. Aber da kam nichts. Also das Ding hat vielleicht wirklich 10. Ich drücke mal ganz oft den Knopf da. Was? Okay. Nimm Leiter. Das war jetzt interessant. Ist das da? Okay, geh zu großer Saal. Wow. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Jetzt sagt mir nicht, dass ich nach fast 20 Jahren, das sind mehr als 20 Jahre, dass ich nach so langer Zeit den Code unbewusst gespeichert habe? Nee. Das war einfach nur Zufall. Vielleicht konnte man irgendwas drücken. Sehr skurril, sehr skurril. Na gut, wir haben da eine
massive Tür. Wir haben hier eine große Statue. Benutze Leiter mit große Statue und krabbel in seinen Schritt. Nein. Noch eine große Tür. Da sind immer so komische Lampen daneben. Tauchen die auf bei was ist? Nee, nur die Tür. Oh, was zum Lesen. Lies. Seltsame Zeichnung. Aha, nein. Das war doch so ein Doppel. So, das wird jetzt aufgezeichnet. Und es war doch genau so ein Schnörkelding, wie ich gemalt hatte. Nur fing es woanders an. Das ist doof. Okay. Also damit kann Zack schon mal Unfug anstellen. Es gab zwei Stellen, wo man Zeichnungen brauchte, glaube ich. Massive Tür. Oh, was ist das an seinem Mund? Benutze Mund. Öffne Mund. Ist schon offen. Benutze Mund. Das klappt so nicht. Willst du Geld haben? Benutze Münzen mit Mund. Nee, nicht mit großer Saal, mit Mund. Das klappt so nicht. Öffne massive Tür. Kann ich nicht. Viel zu groß. Benutze Kristallkugel. Ich komme nicht ran. Okay, das können wir ändern. Benutze Leiter mit Sockel. Benutze Kristallkugel. Wow. Yo. Affenstarker Sound. Diese alten Aliens hatten wirklich voll drauf. Ja. Und die müssen ziemlich groß gewesen. Ja, sie müssen allgemein ziemlich groß gewesen sein, wenn der ganze Saal schon so riesenartig ist. Und wenn der Knopf zum Türöffnen mal eben anderthalb Mal so hoch ist wie ein Mensch. Das heißt, die Aliens waren doppelt so groß, wenn nicht zweieinhalb Mal so groß. Nimm Leiter. Oh, warte. Benutze Datkassette mit Rekorder.